Freiheit verliert man nicht auf einem. Freiheit verliert man Stück für Stück. So, dass man es am Anfang gar nicht merkt. Es ist ja für ihre Sicherheit. Es geht um die Gesellschaft. Sie wollen doch nicht unsolidarisch sein, Fake News oder Hass verbreiten, gegen die Regierung hetzen oder die Ordnung gefährden? Nein, dann seien Sie doch bitte still. Die Beschneidung von Freiheitsrechten wurde den Bürgern schon immer als Schutz vor Gefahren verkauft. Gerade auch in der Corona-Zeit. Eines der ersten Opfer, die Meinungsfreiheit. Und dabei ist die Meinungsfreiheit eines der wichtigsten Elemente unseres Grundgesetzes. Artikel 5 Absatz 2. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Heutzutage können die falsche Meinung und der Mut, diese auch noch offen zu äußern, jedoch schnell das berufliche und gesellschaftliche Aus bedeuten. Akzeptiert wird man nur noch mit der richtigen Haltung. Ja, man darf alles sagen, aber eben nicht ungestraft. Ganz schnell ist man ein Querdenker, ein Schwurbler, ein Nazi, darf beschimpft werden, ausgegrenzt und zensiert. Online und offline. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Eine freie Gesellschaft lebt vom Meinungsaustausch. Und ja, nicht alle Meinungen sind bequem, aber sie auszuhalten macht eine wirkliche Demokratie aus. Daher kämpfen Sie mit uns für offene Debattenräume und gegen eine Politik, die Ihnen nicht zuhört. Lassen Sie sich nicht bevormunden und nicht einschüchtern. Sie sind keine Befehlsempfänger, die Anweisungen von oben einfach akzeptieren müssen. Sie sind Teil der demokratischen Willensbildung. Sie können und müssen sie mitgestalten. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und Grundrechte sind Abwehrrechte der Bürger gegenüber dem Staat. Das muss jeder verstehen. Nur dann ändert sich etwas. Werden Sie laut, sagen Sie Ihre Meinung. Es ist Ihr gutes Recht.